Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute werde ich für euch die Möhrensuppe Kari aus unserem Wunderkesselforum kochen. Ein sehr einfaches, leichtes und vor allen Dingen ja, schnell zubereitetes Gericht. Wir brauchen natürlich ganz klar Möhren, davon 250 Gramm. Die habe ich schon mal in kleine Stückchen geschnitten. Die kommen jetzt in unseren Mixtopf und werden 4 Sekunden etwa auf Stufe 5 klein gehäckselt. So, 4 Sekunden reicht. Das Ganze ein bisschen runter machen mit dem Schaber. Wisst ihr, da setzt sich immer einiges oben fest. Dazu kommen 40 Gramm Butter, 15 Gramm Zucker. Man kann alternativ natürlich auch so Agave-Dicksaft nehmen, ja, das geht natürlich auch. Und das Ganze dann 3 Minuten 100 Grad auf Stufe 1. Unsere Möhren sind also jetzt blanchiert, gedünstet. Wir schieben das Ganze noch mal ein bisschen runter und kommen jetzt zu den restlichen Zutaten. Wir brauchen einen halben Teelöffel Currypulver. Ich mache da ein bisschen großzügig, ich mag Curry. Dann 15 Gramm Mehl, ja, etwa 2 Esslöffel Schmand. Auch hier könnt ihr gerne eine kalorienärmere Variante verwenden. Dann nehmt ihr einfach einen Frischkäse oder sowas, das geht natürlich auch. Einen Esslöffel von unserem Gemüsesuppen oder unserem Suppengrundstock, den haben wir selbst gemacht. Und solltet ihr das noch nicht getan haben, schaut in unserem Forum oder eben auch hier im YouTube-Kanal, wie man das herstellt. Das ist echt klasse. Schmeckt wesentlich besser als die Gemüsebrühe, die man so im Handel bekommt und ist auch noch ohne künstliche Konservierungsstoffe haltbar. Also das ist wirklich eine großartige Sache. Halber Liter Wasser dazu. Und dann wird gekocht und zwar etwa 18 Minuten, 100 Grad, Stufe 1. Ich habe bei dem neuen Thermomix noch nicht den Trick gefunden, wie man da die Minutenzahl schneller einstellen muss. Bei dem alten musste man einmal so in die andere Richtung drehen und dann ging das. So, aber jetzt geht's los. Deckel ist drauf, 18 Minuten to go. Wir freuen uns auf die Möhrensuppe Kari. Abkühlphase. Ich rieche schon mal, es riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und sieht auch sehr, sehr lecker aus. Wir verfeinern das Ganze jetzt noch ein bisschen und zwar mit etwas Weißwein. Ein kleiner Schuss rein. Oh, komm, ein bisschen mehr. Wenn ihr keinen Weißwein mögt oder den nicht vertragt oder auch wenn Kinder mitessen, dann könnt ihr natürlich auch einen Schuss Sahne oder so reinmachen. Ja, dann machen wir noch etwas Salz, klein wenig Pfeffer und ein ganz kleines bisschen Zucker noch dazu. So, dann pürieren wir das Ganze noch mal 30 Sekunden auf Stufe 5. 30 Sekunden vorbei. Abschmecken. Wie gesagt, zur Not noch ein bisschen Salz rein, aber ja, ich würde es so lassen. Es schmeckt sehr, sehr sämig. Ich fülle das jetzt mal in ein Schüsselchen um und dann gucken wir mal. So, dann schauen wir mal unsere Möhrensuppe Kari. Ja, auf jeden Fall sehr lecker. Schmeckt wirklich, wirklich gut. Wie gesagt, man kann noch ein bisschen Sahne reinmachen, wenn man das will, statt des Weißweins. Ich muss das nicht, mir ist die cremig genug, die Suppe. Was ich auf jeden Fall noch machen würde, ganz wichtig, ein bisschen Petersilie rein. Ja? Sieht nicht nur nett aus, sondern gibt auch noch mal ein bisschen besseren Geschmack. Sehr einfach zubereitete Suppe, vegetarisch natürlich. Und ich würde sagen, ich lasse mir die jetzt schmecken. Wenn sie euch geschmeckt hat, schreibt das gerne in die Kommentare. Karottensuppenrezepte gibt es wie Sand am Meer, habe ich gesehen, in unserem Wunderkesselforum. Wenn ihr ein Lieblingskarottensuppen oder Möhrensuppen oder von mir aus auch ein anderes Lieblingssuppenrezept habt, schreibt mir das doch in die Kommentare. Mal schauen, vielleicht können wir das hier auch kochen in unserer Wunderkesselküche. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt, und über ein Like freue ich mich auch.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.